So, hallo an alle und willkommen zur letzten Folge Lost Identity. Ja, ihr habt richtig gehört, jetzt nach 10 Folgen ist das Let's Play endlich beendet. Ich freue mich, weil, naja, es guckt halt niemand, wenn man sich das anguckt. 7. Folge, 0 Aufrufe, 8. Folge, 0 Aufrufe. Es geht so nicht weiter. Oder 8. Folge, weiß ich jetzt noch nicht, 7. auf jeden Fall. Ne, 8 hat auch 0 Aufrufe, das ist richtig schlimm, also deswegen. Die Scheiße guckt einfach niemand, deshalb brauche ich auch nicht weitermachen. Ich gehe jetzt eh bald in den Urlaub und da kann ich auch einfach an der Stelle mal sagen, wir ziehen mal jetzt hier an dieser Stelle mal einen Schnitt. Und da können wir dann danach mit einem neuen Let's Play anfangen. Und ich fange jetzt hier auch mal an, und zwar mit dem Ding. Heute die Folge wird ein bisschen länger, weil es ja die letzte ist, aber... Es ist trotzdem die letzte und wir waren ja stehen geblieben und haben ein bisschen was gesucht, ja, wie so im Let's Wimmel halt ist, ne? So, was haben wir hier? Mir scheißegal, was du lauerst. Sowohl zu Boden als auch in der Luft. Symbol des Friedens, ja, Schwäne. Oder? Nee, Tauben. Tauben, stimmt ja. Nicht Schwäne. Ich weiß nicht, was ich wieder labere hier. Was ist denn das da noch? Keine Ahnung. Da oben. Hier. Da. Ja, und die letzten beiden finde ich mal wieder nicht, hä? Halte ich einen... Olivenzweig. Ich war gerade so auf Oliver fixiert, deswegen. Na was? Alter, ich finde den nicht. Gibt's doch nicht. Hier oben noch? Aber ist der letzte. Ja, gleich haben wir den Tipp voll. Kann ich irgendwie raus? Nee. Nö, geht nicht. Ah, hier. Alter, mitten im Bild und ich sehe das einfach nicht. Ich glaube, der ist jetzt erst erschienen, als ich rangezoomt habe. So, das lese ich alles nicht. Sorry, aber habe ich keinen Bock. Wird das Let's Play nur noch langweiliger? So, 15 Schilder. Ja, toll, alle möglichen Schilder oder was? Nee, das da ist kein... Doch, ist auch ein Schild. Also wie viele Schilder es aber auch gibt. So allgemein, ne? Die spammen einen ja zu. Na komm, nehme ich einen Tipp. Ach, Alter, so ein Scheißding wird da auch gezählt. Aber das da nicht, ne? Super. Drei Schilder, Na wo? Alter, ey, wo? Da hinten. Alter, so klein. Spats-Logo, na jetzt endlich. Alter, ich kann diese Figuren hier nicht mehr sehen, ne? Auch ein Grund, warum ich das Let's Play beende. Was sollen wir jetzt machen? Den geheimen Farbcode, der auf der Karte von Senator Sheridan steckt, oder Sheridan, ne, Sheridan, steht eingeben, okay. Also... Hä? Welchen? Hä? Das checke ich jetzt nicht so richtig. Der geheime Farbcode. Na was? Wie soll ich das jetzt verstehen? 1, 8, das ist...
Was ist das für ein Scheiß, Alter? Hier noch so ziehen wie in 70ern. Eine 5 vielleicht? Weil 5 mal weiß. Was hat das für einen Sinn, Alter? Was? Ach, 1, 6, 4, 7. Hä, wo? Da steht doch ja nirgendwo. Ach, was ist das? Ich gebe es einfach ein, ist doch scheißegal. Ich weiß auch nicht, warum die das überhaupt dann immer einblenden. Das nach 5 Sekunden kannst du es hier schon automatisch machen. Naja, egal. So, Alert. Soll ich finden? Gut, machen wir das dritte. Ah, hier hinten ganz klein wieder. Die Dinger. Na, ach so, 6 mal, ach so, insgesamt. Dann, na, da noch. Gut. Oh ne, nicht die Dinger. Ah, die blinken ja auch auf, das fällt überhaupt nicht auf, gell. Total schwer zu finden, die Dinger. Ach, die sollen mal ausknipsen. Na, dann halt das da noch. Was soll man jetzt machen? Den Stützpunkt SSH1. Ach so, einfach auf den Pfeil klicken, sicher. Ich bin ja wieder selten dämlich heute. Was guckt sowieso keiner hier. Ein Schweizer Messer. Da vielleicht? Nee. Ist ja nur so ein Schweiz-Logo drauf, ne? Glaube ich zumindest. Gut, nicht immer, aber meistens. Was soll denn das sein? Kann überall sein. Vor allem nur so kleine Gegenstände. Aber scrollen können wir hier nicht. Alter, genau hier unten. 2x Sturmgewehre. Da. Na hier? Nee. Hm. Zoom mich mal ran. Hier hinten vielleicht. Und das andere kann das. Wieso ist es nicht das hier? Ah, hier. Nee, doch nicht. Hä? Haben wir einen Stern wieder gefunden? Keine Ahnung, was da bringt. Ich glaube ein Tipp, nee, bringt da nicht, ne? Könnte überall sein. Das, ja, das hatte ich ja schon. Oh, das geht ja alles nicht. Alter. Da hinten, ich sehe nur 3. Das sind hier das, das da und hier unterm Stuhl. Oder hier das. Oh, das kann ich nicht genau entziffern, weil es so komisch im Licht ist. Soll das sein? Junge. Zeig dich mal. Brauchst keine Scheu haben. Ja, bin ich jetzt wieder ein bisschen ratlos. So. Hä? Das, was war das jetzt? Alter. Zielfernrohr. Toll. Messer. Könnte alles sein. Hier unten. 3 Pistolen. Ach. Immer scheitert an der letzten.
Ach, hier. Harpune. Ne, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Englisch. Entweder Englisch. Also Harpune oder Harpune. Ich weiß nicht, worum es sich dabei handelt. Sorry, aber ich bin halt nicht Dr. Allwissend. Ihr könnt den ja mal fragen, was das ist. Ach so. Gut, ich weiß es doch. Hülsenhaufen. Was soll das sein? Das da oder? Nee. Keine Ahnung. Kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Das ist halt immer das Problem bei dem Spiel. Ach so. Na gut, jetzt kann ich mir doch was drunter vorstellen. Aber wo ist der andere? Da? Ja. So, Granaten. Ach so, ja, genau. Da und dann, wo ist der andere? Ich klicke einfach mal alles an hier. Ich kann das, wie gesagt, nicht richtig entziffern alles. Tja, nehme ich mal einen Tipp. Ach, das. Ach komm. Zwei Gewehre wieder. Nee, da hatten wir das da und. Ach, wo ist denn das andere jetzt hin? Ach so, das war richtig. Gut. Tränengasbombe. Was soll ich denn damit? Oh. Wo ist es denn jetzt? Und ich mache gerade mal einen Cut. So, und da sind wir auch schon wieder zurück zur, nach dem Cut. Und ich würde mal sagen, ja, ich finde das Ding jetzt hier nicht. Aber ein Stern ist wieder aufgetaucht, das ist sehr gut. So, haben wir denn hier nichts? Muss doch irgendwo sein, komm. Ja, gleich kommt der Tipp wieder. Tränengasbombe, ich weiß überhaupt nicht. Es ist. Ach, da, oh Mann. Oh ne, da kommt in Inventar, das ist gar nicht gut. Tränengasgranate. Ach, was. Ist da jetzt irgend so ein Schild drauf oder so? Alter, ey, das ist so scheiße. Ich feiere das Spiel überhaupt nicht. Leute. Da wisst ihr. Ah, hier unten noch ein Stamm. Ich glaube, der Tipp, der fühlt sich dann so ein Stückchen auf, immer wenn man einen Stamm findet. Aber Tränengasgranate. Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Na gut schon, aber ich sehe es nicht. Ich klicke jetzt einfach mal alles an, was hier liegt. Da ist es ja. Ja, komm. Ja. Jetzt geht er. Mann. McCurl ausschalten. Mit einem Dings oder. Können wir ja schön lange überlegen, weil das ja überhaupt nicht schnell gehen muss oder so. Wir sollen ja entschleunigen, weißt du, da hat man ja immer diese Themen von Entschleunigung, hört man viel. Und ja, das machen wir hier natürlich auch. Es muss natürlich überhaupt nicht schnell gehen. Und wir können uns ganz in Ruhe entscheiden, ob wir das Ding nehmen oder das da. Ich nehme mal das. So.
Die Tür öffnen. Ich dachte, jetzt können wir hier wieder die Staubwolken einsammeln, die einzelnen. Richtig realistisch natürlich. Alter, wer liest das? Ganz. Ha! Hab ich nicht gesagt! Hab ich nicht gesagt, dass wir die Eis einsammeln müssen. Also. Das Spiel ist einfach so schlecht und voraussehbar. So ein Scheiß. Na wo? Aufzug bin. Ach hier. Ist ja klar. Ebene F, ja, was heißt. Mach doch mal. Hä? Alter, muss man nur an eine Stelle klicken, da hat man so schon alles. Hä, was ist. Den Aufzug benutzen. Auf welche Ebene müssen wir uns begeben, um den Präsidenten und unsere Freunde zu befreien? Also woher soll ich das wissen? Ich glaube, geh. Ach, zum Glück war richtig. Hab nämlich vorhin irgendwas überflogen mit G. Den Soldat ausschalten. Ja, hier können wir natürlich auch wieder sehr lange warten. Aber machen wir mal nicht, weil wir wollen ja nicht das Let's Play in die Länge ziehen. Weil es ja nur noch, warte. Ja, 3 Minuten sind es nur noch oder 4. Ja, ich denke mal 4 Minuten noch. So. Ach nee, bitte nicht. Bis in den letzten Minuten noch sowas hier lösen müssen, das ist ja auch nicht der Traum, weißt du? Also. Was soll denn das? Hä? Ach, man kann nur 2. Oh nein. Oh bitte nicht. Alter. Ich mische es einfach so lange, bis es von vornherein richtig ist. Ich glaube sogar das geht. Ich weiß es nicht genau. Aber wir können auch drehen. Und. Ah, jetzt. Hä? Ah, okay, okay. Ah ja, das ist ja Lost Identity. Ich habe das gerade verwechselt mit Pirate World. Da war es nämlich so ähnlich. Alter, wer befindet sich da durch? Und die sind nicht mal richtig gedreht, ich gerade. Alter. Ich würde sagen, da drehen wir erstmal. So. Jetzt haben wir eine Antwort. Okay, das habe ich mir jetzt gemerkt. Ein Tipp. Können wir, ach ne, können wir gar nicht nehmen. Dann können wir tauschen. So dahin, oder? Gut, da kommen dann so Kurven hin, also hier so. Haben wir jetzt alles richtig gedreht? Ich glaube schon. Ne, das ja noch nicht. Und bei den anderen kann man es halt noch nicht sehen, oder? Doch. Ne, da stand ja C5. Das war richtig. Und das ist so rum. Dann kommt doch... Nein, nicht doch. So. Die tauschen... Da kommt dann das mit diesem komischen Ding hin. Das müssen wir auch nochmal drehen. Nein, nicht so. So. Okay, da... Nein. Kommt der echt dahin? Nee, da wird nochmal gedreht, stimmt ja. Hä? Ach, der andere Kasten, ach so. Dann sag mir das doch mal. Mensch, Leute. Nee, ich mach mal hier diesen. Dann können wir nämlich das so austauschen. Und den dann... So, genau. Oh, Leute.
Wir können es überspulen, zum Glück. So, 15 Bomben. Komm, das machen wir noch ganz schnell. Ja, da... Hier hinten noch 4 Stück. Eine hole ich mir nochmal so. Ah, hier vorne. Na, da und da. Und haben wir noch irgendwo was? Ne? Na gut. Dann würde ich sagen, das wäre es dann auch gewesen von diesem wunderschönen Spiel. Spielt selber, dann wisst ihr, wie scheiße das ist. Und ich gehe zurück zum Hauptmenü. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Spiele wieder, wenn ich dann aus dem Urlaub zurück bin. Und übermorgen kommt sowieso nochmal Pirate World, deswegen keine Sorge. Es ist ja nicht ganz vorbei, nur hier mit Lost Identity halt. Und ja, ich sag mal dann tschüss und bis zum nächsten Mal.